Der Urzeitpark von Jemsted liegt dort, wo vor 2000 Jahren in der Eisenzeit ein Dorf lag. Er liegt hoch oben auf einem Hügel. Heute gibt es ja einen Deich, aber damals ging das Wattenmeer bis ganz hier oben, bis zum Hang an der Küste. Bei der täglichen Flut war es kein Problem, aber bei Springflut oder Sturmflut ging das Wasser bis zu den Häusern hier auf dem Hügel. Heute ist dieses Dorf von Archäologen ausgegraben. Sämtliche Funde sind in unserem Keller, in unserem unterirdischen Museum ausgestellt. Die Häuser hier im Dorf sind rekonstruiert, sodass man erleben kann, wie es gewesen ist, vor 2000 Jahren am Wattenmeer zu wohnen. Falls Interesse besteht, kann man verschiedene Aktivitäten probieren, zum Beispiel mit Pfeil und Bogen schießen. Man kann eine Fahrt in dem kleinen Teichboot machen und versuchen, Fische zu fangen, wie vor 2000 Jahren. Man kann die Schafe streicheln, Wolle spinnen, weben und auf diese Weise probieren, wie man damals die Schafe genutzt hat. Das Eisenzeitdorf Jemsted lag am Hang an der Küste zum Wattenmeer und im Jahre 5 nach Christus entsandte der spätere Kaiser Tiberius ein Schiff mit Männern, um auszukundschaften, welche Menschen hier oben im wilden, dunklen Germanien wohnten. Hier im Urzeitpark Jemsted spielen wir mit dem Gedanken, was passiert wäre, wenn die römische Flotte an dieser Küste nicht vorbeigefahren, sondern hier im Eisenzeitdorf an Land gegangen wäre. Jeden Sommer haben wir deshalb eine große römische Gruppe, die ihr Lager aufschlägt und eine römische Taverne aufbaut, wo man eine gute Mahlzeit zu sich nehmen kann. Sie haben ihre Werkstattzelte, wo sie ihre Waffen und ihre Schiffe reparieren. Sie spielen Mühle und Damm, wie man es damals in der römischen Armee tat. Und dann gibt es selbstverständlich Kampftraining. Sie gehen in Formation, üben ihre Befehle und selbstverständlich können die Besucher auch mitmachen. Wenn man Glück hat, kann es sein, dass die Krieger des Eisenzeitdorfes gerade an diesem Tag sich dazu entschlossen haben, die römische Armee loszuwerden und deshalb zum Angriff geht. Jemsted bedeutet eigentlich das Heim von Hemir. Und etwa 200 Jahre nach Christi gab es einen Krieger oder Großbauern, der eine große Parzelle bekam. Vielleicht als Belohnung für die Teilnahme an einem Krieg, man weiß es nicht. Aber jedenfalls hieß er Hemir. Und seit dieser Zeit heißt das Dorf hier auf dem Hügel Jemsted, also das Zuhause von Hemir. In diesem Sommer können Sie hier in Jemsted erleben, wie es war, damals vor fast 2000 Jahren, etwa 200 Jahren nach der Geburt Christi, hier in einem Eisenzeitdorf zu leben. In allen Häusern wohnen Eisenzeitfamilien. Sie kochen am offenen Feuer, sie schlachten, sie backen Brot und wenn sie Hunger haben, können sie es kosten. Vielleicht gibt es dazu ein Krug Met. Wenn sie Glück haben, können sie in unseren Booten aus Holzstämmen segeln, die auch eine Rekonstruktion sind von den Booten, die wir hier in der Marsch gefunden haben. In unseren Hütten können sie mit dem Dorfschmied reden, der an seinem Amboss hämmert. Oder man kann Schmuckgegenstände anfertigen, zum Beispiel Bernsteinschmuck mit Bernsteinperlen, wie wir sie aus der Eisenzeit gefunden haben.